Freunde, und weiter geht es hier mit Leberscheid. Wir sind immer noch dieses Parkgebiet am Kreieren. Und wie wir sehen, ist es natürlich noch lange nicht fertig. Wir müssen also noch eine ganze Menge dort reinbringen. Aber hey, wir sind am Anfang und es klappt bis jetzt ganz gut. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß beim Zusehen dieser Folge. So, hier haben wir bereits ein Café aufgebaut. Das heißt, wir werden dieses Café nicht nur einzeln haben, wir werden auch ein zweites bauen. Und zwar hier. Da unten haben wir natürlich auch noch einen Weg. Da werden wir aber einfach einen geraden Weg hochziehen. So. Gut, was haben wir noch für Möglichkeiten? Ein Parkschachfeld, ja. Setzen wir. Da passt es nicht hin. Da passt es hin. Dann setzen wir das auch nochmal dahin. Parklife. Okay, eine Info sollten wir natürlich immer relativ nah an den Eingängen haben. Toiletten. Parktoiletten. Einmal da. Da. Und auch einmal da. Gut, damit kann ich jetzt nicht bieten mit Parkstegen. So. Parkgebietsinfo nicht vergessen. Richtlinien. Recycling. Werbekampagne. Hauptpark. Dieser Park ist natürlich noch im Entstehen begriffen. So, was sagt denn hier der Besucher letzte Woche? Okay, davon 13 Touristen. Sehr schön. Gut. Park-Tisch-Garnitur. Ob das da was bringt? Lass ich besser. Gut, und das setzen wir dann hier mit kleineren Wohngebieten an. Nanu, warum ist denn hier eins? Hier dürfte es eigentlich keins geben, weil der Zaun da ist. So, was wir natürlich noch brauchen, ist eine Parkinstandhaltung. Parkpflege. So, Parkpflegegebäude. Das setzen wir da hin. Schon brauchen wir uns keine Sorgen darüber zu machen, dass unser Park irgendwie hässlich wird. Oh, guck sich mal einer dieses Verkehrsaufkommen an. Alle wollen sie in die Innenstadt. Wird das auch genutzt? Nein, es wird nicht genutzt. Das ist ärgerlich. Das ist sogar sehr ärgerlich. Das heißt, wir haben da oben anscheinend keine Leute wohnen, die diesen Weg vollziehen müssen.
Gut, lassen wir es trotzdem stehen. Wer weiß, wofür es gut ist. Reiseagentur, Lachgesicht, Lach- und Sachgeschichten. Ja. Ja. Nee, da bringt es mir wenig. So, schauen wir mal erstmal, was die Lärmbelästigung hier sagt. Lärm, da haben wir ihn. Boah, doch, ist der typische Lärm, aber hier die Wohnbereiche sind im sicheren Bereich, das ist wichtig. So. Also mehr als einmal wünsche ich mir so ein Tool, dass man die Bäume direkt massenhaft setzen kann und nicht jeden einzelnen anklicken muss. Gerade für solch große Flächen ist es nervtötend. Wasserwerke widmen sich dem Wassersparen, indem sie Stadtviertel Wasserzähler installieren. Ja, das finde ich schön. Was ich dagegen nicht schön finde, ist die jährliche Abrechnung des Wassers. Beziehungsweise der Wasserkosten. So. Der Friedhof, der Ort der ewigen Ruhe. Obwohl, so ruhig ist es da gar nicht.
So. Hier setzen wir jetzt noch einen schönen Felsen mitten im Mang. Mammutbäume können nicht schaden. Weiter geht's mit den normalen Buchen. Das nennen sich Ökohäuser mit Gras auf den Dächern. Sehr schön. Dieses Viertel ist auf jeden Fall gut gelungen. Schaut doch alles recht gut aus. Die Verschmutzung nimmt langsam ab. Gucken, haben wir nicht mittlerweile irgendein Mittel, womit wir das abbauen könnten? Nee, leider noch nicht. So, was haben die für ein Problem? Nahrung! Nahrung fehlt. Okay. Ja, mir fällt dabei auf, ich habe die Eisenbahn noch gar nicht mit eingebracht. Macht aber auch nichts. Bin eh kein Fan der Eisenbahn. Das passt mir schon mal gar nicht. Gut. Ei, verporten. Guck sich mal das einer an. Wir müssen da definitiv eine Ausweichmöglichkeit finden. So. Bauen wir hier erstmal hier dieses Gebiet noch ein bisschen nach.
Lass mal ein bisschen die Pegel steigen. So. Natürlich nicht so steigen, dass sie da über die Ufer treten. Gut. Was wir aber auch machen sollten, ist hier definitiv ein Ausbau. Verbrechen? Hier ist eine Polizeistation. Warum ist hier Verbrechen? Gut. Das ist wahrscheinlich nur ein Übergangseffekt. Ein bisschen seltsam aus dieses Konstrukt, aber ich denke, ich probiere einfach mal was Neues. Nee, das will ich so nicht. Und den hier rein. So. Aber hier machen wir es dann direkt richtig. Hier machen wir den Uhrzeigersinn. Ist klar, irgendjemand muss immer aus der Reihe tanzen. Immer. Egal, es wäre nicht richtig, wenn es nicht so wäre. Sehr schön. Muss ja alles mehr oder minder seine Richtigkeit haben. Nicht immer, aber immer öfter. Schon ist das gesamte Gebiet fast abgedeckt.
So, das ist ein reines Wohngebiet. Hier halten wir uns ein bisschen von der Hauptverkehrsstraße fern, von der hier. Und da ist der Verkehr ja doch maximal. So, das wird auch kein verbessertes Wohngebiet, das wird ein normales Wohngebiet. Mit ausschließlich großen Häusern. Wie kriegen wir da jetzt am besten der Stromfunke scheint nicht überspringen zu wollen, aber da wird er überspringen. Ja. Da könnte er überspringen, wenn ich hier was bauen könnte. So kleine Parkgebiete scheint es nicht zu geben. Schwimmendes Café, wer will denn das? Müllprobleme, okay. Hier gibt es keine Probleme, die dahin zu setzen, denn hier ist ja die Brücke. Gucken, springt da der Funke über wenigstens? Nee, dafür sind wir zu weit auseinander. Gut, muss ich mir was einfallen lassen. Der Felsen da oben war, hier war eine schlechte Idee gewesen. Sieht man hier, da stritt es über die Böschung. Reicht das? Jetzt schon. So. Da habe ich den mit zerstört. Wollte ich so eigentlich nicht, aber okay.
Nehmen wir den wieder weg. Da habe ich ja auch eine kleine Verbindung direkt ins Industriegebiet rein. Ich weiß nicht, aber darüber mache ich mir jetzt keine Gedanken. Okay, Freunde, an dieser Stelle wird es auch erstmal das gewesen sein. Ich hoffe natürlich, dass euch die Folge gefallen hat. Ebenso, dass ihr bei der nächsten Folge wieder mit dabei sein werdet. Bis dahin, haltet die Ohren steif, tut nichts, was ich nicht auch tun würde. Macht es gut. Ciao, ciao.